So, da sind wir wieder zurück zu GTA 5. So, wir haben ja eine Mission noch am Laufen hier von der letzten Folge. Da sollen wir zu den Docks fahren, zum Hafen. Und wir haben uns hier schön angezogen, so wie so Hafenmitarbeiter. Da müssen wir irgendwas machen. Ich hab's nicht genau entziffern können aus der letzten Folge, was wir hier da tun sollen. Weil der Trevor, der war so freakig in der letzten Folge. Die müsst ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Also, das war, ja, ich würde sagen, das war die lustigste Folge bis jetzt. Ich wollte gerade sagen mit Abstand, aber es waren viele Folgen lustig. Aber die letzte Folge, bah, die war so mega lustig mit dem Trevor. Zieht euch die echt mal rein. Das seht ihr mal, was das echt für ein Hirni ist. Oh Mann, ey. Aber ich mag den Charakter. Also, der ist nicht so stinknormal. Der ist richtig, boah, so richtig abgefahren. Richtig cool. So, ab zum Hafen. Ja. Wenn die Autos uns nicht aufhalten würden. Ah, Junge, fahr doch mal hier. Boah, wie breit ist übrigens unsere Karre oder wie lang? Eine richtige Redneck-Karre hier vom Land. Ja, schon cool. Man kann ja hier auch Autos kaufen, so wie in GTA Online und die auch in der Garage unterstellen. Ja. Es gibt hier auch andere Autos als in GTA Online. Und ich finde die Straßen wesentlich voller und lebendiger. Haben wir denn hier einen Eiswagen? Oh, wir haben die Einfahrt verpasst. Was haben wir denn hier für ein Auto? Heavy Sheeling. Kilsett Hangar? Ach so, das ist auch so ein Fresswagen. Ja, yeah, hier waren wir auch schon mal drin, da in dem Basketballstadion, da war mal Casting. So, zum Hafen jetzt, aber jetzt nicht ablenken lassen. Ja, und die Straßen, die sind echt sehr lebendig hier. Auch von den NPCs, die so rumlaufen, das ist ganz lustig gemacht. Da muss ich ehrlich sagen, GTA Online ist da echt, ja, nicht so lebendig. Ne? Das ist hier schöner geregelt. Hoppala, hoppala. Meine Güte, wie lange wir trödeln, ey. Wohl war ja auch eine lange Strecke eigentlich. Wo es geht. Was erzähle ich denn hier? Ist doch gar nicht so lange Strecke. Ach, jetzt sind wir schon am Hafen. Yeah. Da bin ich gleich mal gespannt. Ich will erstmal in den Gegenverkehr hier rein. Ist doch logisch hier. Hier läuft nichts ordentlich in GTA Online. GTA 5 wollte ich sagen. So, machen wir Platz hier. Wir haben eine Mission zu erledigen. Wir sind die wichtigsten Bürger in Los Santos. Okay, Security bewacht das Ganze. Sollten wir mal ein bisschen vorsichtiger hier reinfahren. Guten Tag. Alles klar bei Ihnen? Ja, anscheinend stört ihn das nicht, wenn wir hier reinfahren, ne? Okay, wir fahren mal weiter. So, hoppala. Wir müssen hier um die Ecke. Parke neben der Zentrale. Das machen wir doch gerne. Hier parken wir jetzt. Und dann mal alle raus hier. Ja, wir sind der Oberboss Trevor. Okay, wir fallen hier noch nicht auf. Oh, der ist ja nett. Also mit seiner her, oder? Nee, Folge Floyd. Ach, da hinten läuft er. Ja, wir kommen schon. Kannst weiterlaufen. Ich wusste gerade nicht, wo es lang geht. Sorry. Ich bin nicht so oft hier Hafenmitarbeiter. Was, einen ganzen Container mitnehmen? Sollen wir Container klauen oder was? Was macht ihr denn hier? Alles klar, Leute? Yeah. Boah, wie böse der Trevor aussieht, ey. Eine richtige Fresse zieht er. Ich weiß echt nicht, was macht er denn da? Was guckst du da? Oh, okay. Seine Freundin hat mit ihm Schluss gemacht. Oh, wir gehen mal besser. Der sieht nicht sehr freundlich aus. Hey Floyd, komm, gib Gas. Wo sollen wir hin? Oh, hier rein? Fast so die ganze Zeit unten da Text nachzuschauen, also was wir jetzt machen müssen. Boah, wie viel denn los ist, ey. Das ist echt cool, ey. Ich mag das so, wenn die
Städte hier oder die Gegenden so lebendig sind. Macht er, er schweißt da was. Gabelstapler fährt da rum. Mann, oh Mann. Das ist ein echter Kontrast zu GTA Online, muss man echt sagen. Was passiert denn da? Gibt es eine Schlägerei oder was? Ich würde jetzt einschreiten, aber ich kann unsere Mission jetzt nicht gefährden. Wer weiß, was dann passiert. Ich habe keinen Bock, die Bullen am Arsch zu haben. Ach so, wir sollen jetzt den Verlader hier fahren. Ah, ja, gerne. Ja, geil. Komm, wir können hier auch rein, oder? So, schwing mal den Arsch hoch, Trevor. Steig in den Frachtlader. Ja, geil. Nee, nee. Wir müssen jetzt so Container abholen, oder was? Ja, cool. Hoch, runter. So ein bisschen testen, das Teil hier. Wow, mega Geschwindigkeit hier. Nicht, dass wir noch geblitzt werden. Ich glaube, jetzt fahren wir mal hier links besser lang. Nicht, dass das ganze Ding umkippt. Gehen wir mal hier rein. Boah, da ist ein Wendekreis. Übelst. Boah, der lässt sich schwierig lenken. So. Fahren wir jetzt hier rein. Mal gucken, welcher Container ist das denn jetzt? Liegeplatz B. Ja, hier haben wir zwei. Ich glaube, ich nehme den vorne hier erstmal. Ja, ganz ruhig. Ich muss erstmal hier richtig die Position finden. Okay, noch ein bisschen zurück. Der ist nicht so leicht. Erstmal fahren wir, glaube ich, mal runter, oder? Ich muss ein bisschen hochfahren, ne? Dann packe ich ja von oben. Ich habe gedacht, das wäre wie so eine Zange jetzt hier. Muss akkurat gemacht werden hier. Ah, cool. Können wir den noch hochheben? Ja, geil. Zack. Und wohin damit? Ach so, wieder zurückbringen. Ja, wir machen mal einen auf Hafenmitarbeiter hier. War richtig cool, ey, was hier so für Missionen gibt, so abwechslungsreich. Oh, boah, ich denke immer, wir kippen um. Man hat so das Gefühl. Wo müssen wir denn hin? Ach, wir fahren mal jetzt hier wieder rein, glaube ich, ne? Boah, aber in den Kurven, wie langsam, seht ihr? Boah, ich gebe schon Vollgas. Da kommt er nicht aus der Pötte. Und irgendwo hier müssen wir den abstellen, hier um die Ecke. Und nicht, dass wir den auf den Typen da jetzt draufstellen, da ist der ja Matsche. Achso, ja, dann setzen wir den jetzt ab, ne? So, und ausklingen auch noch. Ach, wir sollen noch einen holen, okay. Ja, kein Problem. Macht schon irgendwie Spaß, ey. Also der Hafensimulator 2015 hier. Okay, jetzt können wir richtig... Ja, jetzt geht's schon ganz gut. Man merkt doch, wenn der Container drauf ist, fahren wir wesentlich langsamer. Ist ja auch logisch. Finde ich gut, dass sie da die Sachen so logisch hier einbauen. So. Wir müssen hoch, ne? Runter. Haben wir den jetzt? Ah, cool, wir haben den. Kann er den nicht hochfahren? Ach doch, so. Sorry, ich habe mich gerade nur vertippt. Alles gut, alles gut. Es liegt nicht an mir. Es liegt an mir, meine ich. Mal gucken, was wir jetzt, wenn wir die da hingepackt haben, was sie denn machen. Wahrscheinlich aufs Schiff packen, ne? Bestimmt, die sind hier so illegale Leute drin oder so. Ich weiß es echt nicht. Spielt's ja echt blind, wirklich. Ich schwöre. Ja, können wir die jetzt eigentlich einfach so hinsetzen? Ist das in Ordnung? Oh, wir haben den fallen gelassen. Ist das gut? Oh, in Ordnung. Geh hoch zum Kran. Ach so, jetzt dürfen wir Kran fahren. Jetzt dürfen wir alles hier fahren, was es hier gibt. Ja, auch nicht schlecht. Ab zum Kran hier. Wo ist er? Ach, da hinten. Cool, wir dürfen alles ausprobieren. Wir sind ausgebildeter Hafenmitarbeiter. Da ist er. Der ist schon recht groß. Ah ne, das ist ja. Ne, wo müssen wir hin? Ach, hier müssen wir hin. Ich
dachte gerade, der Typ arbeitet da noch. Wir können da gar nicht hoch. Ah, wie eine Gazelle geht er hier hoch. Meine Güte, der Trevor hat's drauf. Diesmal voll angezogen, nicht wie in der letzten Folge, nur mit der Unterplinte. Okay. Boah, hier will ich aber nicht runterfallen, ey. Wie kommen wir jetzt dahin? Ach, da müssen wir hin. Ja, kann ich doch hier hoch, oder? Oder muss ich hier runter? Nee. Wie komme ich da hin? Hä? Warte mal. Was hat er denn jetzt? Der hat gerade voll rumgesponnen. Hä? Wie komme ich da hin? Bin ich jetzt die falsche Leiter hochgelaufen oder was? Nein! Boah, fall er ja nicht runter. Wie komme ich denn jetzt da hin? Da muss ich hin, da, wo die Leiter ist, ist ja klar, ne? Ich spring jetzt hin. Ach! Meine Güte. Gerade ist er irgendwie nicht dahin gegangen. Okay, alles klar. War, glaube ich, meine Dummheit. Sorry, sorry, sorry. Yeah. Kranführer ist am Start. Aha. Okay, ich kann die Perspektive ändern. Ah, geil. Cool. Welchen soll man denn jetzt aufnehmen? Ist egal. Hoppala. Nehmen wir den erstmal. So, den Container haben wir hoch. Hoppala. So ziehen wir den hoch. Wo soll er jetzt hin? Aufs Schiff oder was? Ach, um den Kran zu bewegen. Ach, wir müssen jetzt fahren. Alles klar. Was ist das denn? Ich würde jetzt gerne fahren. Nein, komm hoch. Nein, komm hoch. Puh, Anne, in die Richtung. Puh, das ist gar nicht mal so einfach. Vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Komm hoch. Oh. Der blieb da hängen gerade. Ach so, auf der Map sehe ich das ein bisschen, wo wir hin müssen. Ich fahre jetzt einfach mal in die Richtung. Der kann, glaube ich, nur so geradeaus fahren. Ach, okay, alles klar. Ach, das ist ein LKW, ne? Okay. Bisschen rüber, bisschen rüber, bisschen rüber. Und runter. Puh, boah. Ist gar nicht mal so einfach. Okay, den haben wir abgeliefert, ne? Wir müssen den anderen holen. Okay. Kein Ding. Ja, man braucht hier schon ein bisschen Koordination. Also, ist echt ganz so einfach. Aber man kriegt es hin, wenn man es einmal drauf hat. So. Jetzt müssen wir den holen. Bisschen rüber. Hoppala. Ja. So, Container aufnehmen, hoch und wieder darüber. Wahrscheinlich steht jetzt ein neuer LKW, denke ich mal. Na, wir werden hier richtig ausgebildet. Wäre cool, wenn man hier so Jobs machen könnte, so. Dafür dann fett die Kohle kassieren würde. Das weiß ich gar nicht, vielleicht geht das ja hier. Oh, oh, oh. Warte mal. Nicht aufs Führerhaus hier, das wäre ein bisschen schlecht. Bisschen rüber. Ne, der ist nicht ganz drauf, ne? Kommst du mal ein bisschen hoch hier? Ach doch, jetzt haben wir den drauf. Perfekt. Ja, Zeit für eine Pause, bin ich auch dafür. Wir haben jetzt genug getan. Ja, okay, wir müssen wieder runter, glaube ich. Oh, das hat Spaß gemacht. Begib dich zum Aussichtspunkt am Ende des Stegs. Okay, müssen wir jetzt hier oben drauf bleiben? Nee, ne? Komm, wir gehen erstmal hier runter. Nein! Boah, da fällt er hier runter. Nein! Nein, runter! Trevor, gehst du runter?
Nein, du Honk. Ach, ich Blödmann. Ich bin so ein Blödmann. Ich habe mich vertippt. Sorry. Ja, Hauptsache, wir müssen jetzt nicht nochmal alles neu machen. Bitte nicht. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen jetzt Fotos machen. Ach, wir müssen jetzt einfach von dem Schiff Fotos machen? Dann machen wir mal ein Foto. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Gerade sollten wir noch irgendwie zum Aussichtspunkt. Ach, wahrscheinlich nur bis hierhin gehen, ne? Ich mache jetzt mal ein Bild einfach. Ach so, fotografiere den Bug des Schiffes. Okay. Das ist doch der Bug, ne? Oder ist das das Heck? Ach so, fotografiere eine Wache an Bord des Schiffes. Ach, ich verstehe es. Wir sollten auch nur gerade hier hingehen zum Aussichtspunkt. Und ich bin da runtergejumpt. Was sollte ich machen? Fotografiere eine Wache an Bord des Schiffes. Wo ist denn hier eine Wache? Da, ne? Zack. Fotografiere das Heck des Schiffes aus der Totalen. Okay. So etwa? Benutze, um die Bilder an Ron zu schicken. Okay, wir sollen die Bilder jetzt verschicken. Machen wir doch gerne. Ronnie, wo bist du? Wo ist der Ronnie in unserem Telefonbuch? Da ist er. Da. Viel Spaß damit. Begib dich vom Kran hinunter zum Dock. Okay, jetzt können wir runtergehen. Ich muss mein Handy wegstecken. So, wo kann ich denn jetzt hier runtergehen? Wo bin ich denn jetzt? Ach, jetzt bin ich auf der Seite. Kann ich hier nicht runter? Gibt es hier keine Leiter? Ja, anscheinend nicht, ne? Okay, dann gehen wir auf die andere Seite mal. Wo ich gerade so schön runtergesprungen bin, einen Kopfsprung gemacht habe. Boah, ich weiß nicht mehr genau, wie man die Leitern runtergeht. Ach so, ganz normal einfach. Bei manchen muss ich zum Beispiel X oder so drücken. Ich glaube, ich habe da gerade ein Problem mit, weil ich so viele andere Spiele spiele. Ist einfach nur, genau, nach vorne laufen. Ah, das war auch vorhin mein Fehler. So, dann mal runter vom Kran hier. Wir haben viele Informationen schon gesammelt. Aber ich weiß immer noch nicht, was wir hier machen sollen, ey. Krass. So. Okay, ich soll zum Lagerhaus rüber. Steig in den Laster, ja gerne. Ach, wir sollen fahren, okay. Ich dachte, wir machen jetzt hier einen auf Beifahrer. Aber anscheinend sollen wir fahren. Oh yeah. Wir klauen jetzt den Container. Hauptsache, es lohnt sich auch. Was ist hier wohl drin? 4000 PlayStation-Spiele? Man weiß es nicht, ne? Dankeschön. Doch, Wiedersehen. Boah, wir haben eben so einen Container geklaut, ey. Boah, ein Riesenteil. Richtig big. Hoppala, hoppala. Boah, wackelt der. Hiermit können wir nicht so in die Kurven Gas geben. Nicht, dass wir den auf Seite legen, den Container. Und dann haben wir den verloren. Müssen wir hier runter? Hoffe ich mal. Aber rückwärts fahren ist wohl nicht hiermit. Ist das eine Schranke? Nee. Dann mal durch hier. An den ganzen Wachmännern vorbei. Ach, wir müssen zum Glück nicht so weit fahren, sehe ich gerade. Machen wir mal Platz hier, Kollege. Das ist ganz schön groß, dieses Hafengebiet. Meine Güte. Wie weitläufig das überhaupt ist. Oh, meine Güte, was sind die hier so langsam? Hier, Kollege, wir haben noch keine Pause. Gib mal Stoff. Überschneiden sind LKWs hier rum, geil. Wahrscheinlich müssen wir jetzt hier reinfahren, ne? Ja, tatsächlich. Das wird knapp, muss ich mal eben von oben schauen. LKW-Simulator. Ja, Wonderbra, da sind wir. Wir können hier nicht durch. Nichts verstehen? Manifesto say deliver here. Hey,
Oh, die sind aber aggro drauf. Ey. Okay. Das gehört zum Plan anscheinend. Gut gemacht, Trevor. Was sind das denn für harte Burschen da? Okay, wo müssen wir hin? Verlass das Sperrgebiet. Ja, gerne doch. Bei den Vögeln hier bleibe ich lieber nicht. Die sind viel zu aggro drauf. Ja, komm, den schnappen wir uns, oder? Begib dich zu Floyds Apartment. Ach, wir sollten nur den Koffer klauen wahrscheinlich, ne? Ja, was gibt's, Ron? These photos. You've really stumbled onto something. The ship, Meriwether. Okay. Tell me about the ship. Wir hauen jetzt erstmal ab hier, weil ich habe das Gefühl, die werden uns gleich verfolgen oder die Bullen werden uns gleich attackieren. Und wir haben nicht so eine schnelle Karre, aber wir können hier gut wegrammen. Fetten Laster hier. Aber was ist mit unserem Kollegen da jetzt? Wird er jetzt immer noch zusammengetreten? Oder befindet er sich jetzt hier vielleicht auf der Ladefläche schon in den Sand hier drinne? Das glaube ich wohl eher nicht. Hauptsache, wir sind ans Ziel gekommen. Aber ich weiß nicht, was in dem Koffer drin ist. Oh, wo müssen wir denn lang hier? Wir sollen so eine komische Runde fahren, okay. Eine Akte ist das, aber was für eine Akte? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Nur der Ron weiß es. Das war ja auch unser Auftraggeber. So, immer die langsamen Trucks hier. Oh, 3 Kilometer. Puh. Mit so einer Alarmkiste, ich glaube, ich wechsle gleich mal die Karre. Aber im Moment sind hier nur so Transporter am Start. Hallo, gibt es hier auch gleich mal einen schnellen Wagen? Wahrscheinlich gleich in der Innenstadt. Brauchen wir ewig für. Den nächsten Wagen, den schnappe ich mir da. Da sind Autos. Oh, sorry, sorry. Komm schnell raus hier. Ach gut, ich wollte gerade sagen, vergesst deinen Koffer nicht. Nehmen wir uns hier mal so eine Karre. So, Kollege, du musst mal kurz raus. Das war auch nicht die schnellste, aber wir haben uns verbessert. Nein, wir haben keine Zeit. Tschüss. Der wollte uns gerade rausziehen, glaube ich. Aber wir machen erstmal die Mucke aus. Okay, wir sind 2 km/h schneller, aber wenigstens schneller. Es geht in die richtige Richtung. Boah, unter der Schranke, ja. Gut, dass wir gerade nicht standen im Auto. Dann wären wir nur noch halb so groß. Da wird sich der Ron aber freuen. Wow. Boah, ja, du willst doch wohl stehen bleiben, da. Hier, diese Trucks sind auch geil. Zieh dich den mal rein. Pisswasser. So ein Biertruck. Das ist ganz geil gemacht, ey. So kleine Gimmicks. Das kann GTA ja gut. So, okay. Die Hälfte haben wir schon rum. Uppala, uppala, uppala. Oh, die ist gar nicht mal so schlecht, die Karre, muss ich sagen. Also in den Kurven ist sie ganz gut. Schön stabil. Nur mit der Geschwindigkeit. Stimmt was nicht. Die ist nämlich sehr, sehr langsam. Okay, ich bin einfach zu verwöhnt mit dem Centorno oder so. Boah, das Wetter ist immer so geil hier. Wenn das mal bei uns in Deutschland ab und zu mal so wäre. Man weiß ja auch gar nicht mehr genau, wann Sommer wirklich anfängt oder endet. Das ist, verschiebt sich ja irgendwie ständig in den verschiedenen Monaten. Früher konnte man sagen, ja, Sommerferien, da war echt Sommer. Mittlerweile hast du den Sommer, was weiß ich, August, der geht im Oktober noch rein. Oder im September, meine ich. Ist irgendwie verrückt geworden. So, wir sind gleich am Ziel. Halben Kilometer noch. Ja, erstmal, wie lang die Karre übrigens ist. Hier mit einparken seitwärts. Ja, viel Spaß, ne? Ich denke mal, da haben wir die Mission auch gepackt. Oder geht die weiter? Kein Plan. Ach, wir sind hier direkt am Strand, glaube ich. Ja, genau. Die Gegend kenne ich doch hier. So, ach ne, das ist ja das Apartment. Ach. Ja, stimmt, das Apartment, wo wir herkamen. Müssen wir nach unten oder was? Nee, ich glaube, wir müssen hoch.
Oh, ich wusste gar nicht, dass das Apartment hier am Strand ist. Den Abschnitt kenne ich eigentlich ganz gut. So, da sind wir. Es geht ab. Boah, wie dreckig ist das denn da? Oh, Scheiße, was hat der denn gemacht? Das ist doch jetzt nicht scheiße, oder? Oh nein. Ich glaube, das ist echt scheiße. Wo war der drin? Habe ich jetzt nicht mitgekriegt, aber ich glaube, das ist scheiße. War der im Gülle-Container oder was? Hier, der Megaplan. Okay, in dem Schiff ist irgendwas ganz Wertvolles. Wahrscheinlich Waffen oder so? Ja klar, überall sind Wachen auf dem Schiff, ja, ist ja logisch. Okay, alle Seewege werden abgeriegelt. Wie soll das Schiff sprengen? Oh mein Gott. Einer soll Bomben legen, der andere soll mit dem Gewehr aufpassen. Und ein U-Boot auch noch klauen, ja, so viel Information. Und das mit dieser Truppe. They're running the operation from the dock where I last saw your cousin. We'll need a submarine for that too and probably a chopper, a big one. Wir brauchen ein U-Boot und dann vermutlich einen Hubschrauber, ja, noch mehr. Bring it back here and find out what it is. Here? To the Congo? Aha. Wir dann alles hierher bringen. So, what do you think? Container ship or whatever's offshore? Oh Gott. Ach nein. Müssen wir uns jetzt echt entscheiden für welche Methode? Auch schon wieder. Okay, ich glaube Methode A, den Frachter sprengen. Oder Methode B, mit dem Heli und mit dem U-Boot irgendwas einstellen. Oh mein Gott, wieder eine schwierige Entscheidung. Was mache ich denn jetzt? Ich würde ja sagen, schreibt schnell in die Comments, aber so viel Zeit haben wir gar nicht. Was machen wir? Frachter sprengen? Oder Hochsee? Ach komm, wir machen Hochsee, wir nehmen Plan B. Hört sich interessanter an. Ein Meeresabenteuer. Ja, so sieht's aus. Und das werden wir in der nächsten Folge angehen von GTA 5. Ich bin selber mal gespannt, wie das alles so funktionieren soll. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.